Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, zur 24. Folge der Insel. Wir sind hier am Wendepunkt des Glückes. Wir haben nämlich in der letzten Folge mal ausnahmsweise keine Diamanten gefunden. Aber vielleicht gibt sich das Ganze noch. Da hinten ist es noch dunkel, da waren wir aber schon. Ja, ich habe die letzte Folge ein bisschen überzogen, deshalb wird diese ein bisschen kürzer. Wir gucken gleich mal auf unseren Tachometerstand, welcher Tag gerade ist. Haben wir da unten schon geguckt überall? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal runter hier. Egal, kommt. Wir müssen einfach in andere Gebiete vordringen. Das geht so nicht. So kommen wir hier nicht weiter. Ich höre schon wieder Zombies. Hinter mir, vielleicht auch über mir. Ey, ich habe die mal auf dem linken Ohr. Ah, hier waren wir überall schon, ja. Ach, guck mal, hier geht's raus, wa? Sind wir hier am Ausgang wieder? Ja, wir sind am Ausgang. Unglaublich. Ja, dann ist das halt so. Dann ist es halt so. Dann müssten wir jetzt versuchen, in den Minen noch Diamanten zu finden, richtig? Ja, wir haben alles noch dabei. Wir könnten höchstens mal unser Inventar ein bisschen leeren. Ah, nee, das war hier, da sind wir runtergekommen. Genau. Hier sind wir runtergekommen in die Schlucht. Das heißt, wir werden jetzt da hinten, wo es dunkel ist, da werden wir weitergehen. Da gehen wir weiter. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, wir hätten jetzt hier totalen Fehler gemacht und wären wieder bis zum Ausgang zurückgerannt. Aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Enderman. Oh. Auf die Beine, 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 auf die Beine. Und zurück in Sicherheit. Oh, der hat uns ganz schön eingeschenkt. Fröhlich eingeschenkt, heißt es auch in dieser Folge. Und ich glaube, uns gehen bald mal wieder die Fackeln so ein bisschen zur Neige. Ich glaube, eins der kam aber noch. Und hier haben wir auf jeden Fall neue Gebiete. Den haben wir nicht zum Schießen kommen lassen, den kleinen hier. Ja, dummerweise habe ich aber keinen Kompass dabei. Dann hatte ich den wohl doch nicht mitgenommen. Wie? Es bleibt spannend bei der Insel. Wir sind immer noch unter Tagen. Uns fehlen noch, glaube ich, 6 Diamanten oder so. Und dann ist hier die Höhle vorbei. Hier werden wir uns einfach mal gerade rüber buddeln. Wir sind viel zu hoch, um hier irgendetwas Schönes zu finden. Okay. Aber, also auch um Diamanten zu finden. Deshalb ist das hier kein Strip-Mining, sondern ein reines Suchen nach neuen Höhlen. Ne? Was anderes ist das hier nicht. Denn die alte Höhle, da waren wir schon unten drin. Wir könnten natürlich versuchen, wieder an die Stelle zurückzukehren, wo wir die meisten Diamanten einfach gefunden haben. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Wir haben Tag, ich guck mal ganz kurz, hier ist ja sicher. Wir haben Tag 23 und das ist die Folge 24. Ich muss das hier mal kurz abstreichen. Also, willkommen in der 24. Folge von Minecraft Hardcore, die Insel. Ups, jetzt habe ich hier auf Escape gedrückt. Ja, ich dachte, von da kam eben Monster. Ich blende das mal wieder aus. Wir sind noch viel zu hoch. Das merke ich. Der alte Bergmann merkt, wann er zu hoch ist oder zu weit gegangen ist. Nämlich, wenn er tot ist. Aber wir suchen nach einer neuen Höhle im Grunde. Aber ich höre jetzt Skelette. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, dann gehen wir auch hier einfach mal weiter in die Richtung, oder? Was meint ihr? Wir müssen uns aber den Eingang sehr gut markieren. Wenn hier unten jetzt noch eine Höhle ist, wäre ja sehr schön. Ich habe keine Ahnung. Es hört sich so an, als wenn links von uns eine Höhle ist. Jetzt höre ich Wasser. Das ist auch gut. Wasser ist auch gut. Steine können wir schon lange nicht mehr aufnehmen. Wasser könnte über uns sein. Könnte aber auch rechts von uns sein. Hier kommt Kohle. Alter Schwede. Hört ihr das Wasser? Es ist eine reine Akustikfolge heute. Wir hören Höhlen. Alalala. Es wird wieder leiser. Aber irgendwo muss doch hier was sein. Wir können doch hier ständig weiter graben und hier kommt nichts. Wir sind wahrscheinlich schon verdammt weit weg von der Insel. Und wir haben auch schon mehrere Tage nicht geschlafen, völlig übermüdet. Stehen wir hier. Ah, hier ist Kohle.
können ja mal in diese Richtung gehen, wenn die Kohle uns das schon sagt, hier so eine Art Pfeil bildet. Totale Pfeilbildung. Kann auch sein, dass wir uns jetzt gerade genau in die falsche Richtung bewegen. Ich höre aber auch eine Fledermaus. Hier muss eine Höhle sein. Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Wenn hier eine Fledermaus ist. Es kann natürlich sein, dass sie einfach ein Stück höher und ein Stück tiefer ist. Dann werden wir die einfach nicht finden. Nein. Und ich höre eine Spinne. Also hier muss irgendwas sein. Auch dunkler Bereich. Sonst würde da keine Spinne spawnen. Und das muss irgendwo hier sein. Das muss irgendwo. Es kann aber auch über uns sein, wie schon gesagt. Wir sind ziemlich tief. Es kann auch über uns sein. Was machen wir jetzt? Ich bin jetzt gerade. Oh Mist. Hört ihr die Spinne nicht auch? Ihr hört die doch auch. Ich bin doch nicht irre. Ihr hört die Spinne doch auch, oder? Ich muss mal die Schaufel hier auf meine, auf die Position legen, da wo sie was zu suchen hat. So, Spitzhacke. Jetzt kommt wieder das Wasser. Ja, ein bisschen Kohle. Ist es über uns oder ist es unter uns? Jetzt hört sich das wieder an, als wenn's, aber ich glaube, das ist trügerisch. Ich hatte jetzt gedacht, es ist rechts von uns. Okay, so wird das nicht. Ich höre doch hier was. Ich höre doch hier Wasser. Sammeln einmal die ganzen Steine auf, wunderbar. Und zwar in diesem Bereich hier. Aber es hört sich echt so an, als wenn es über uns wäre. Und unsere Spitzhacke ist fast wieder in Dutt. Wir hätten uns gleich zwei machen sollen. Warte mal, da ist Gold. Da ist Gold. Hier ist Kohle. Hier ist eine Fackel. Das ist über uns. Ich glaube, das ist echt über uns. Ah, warte mal. Das Erde. Sehr gut. Ich hoffe, das ist nicht das Meer. Sind wir schon so hoch, dass es Meer sein könnte? Ich mache mal ganz kurz eine Werkbank. So, Werkbank. Holz stecken wir uns wieder ein. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst dahin. Und wir machen uns nochmal schön eine Spitzhacke, damit wir dann nicht irgendwann ohne dastehen. Ja, wir sind jetzt schon seit mehreren Tagen tatsächlich hier unterwegs. Unter Tage. So, machen wir mal so. Tauschen wir mal aus. Dann können wir die nämlich nochmal reparieren. Ist auch gar nicht schlecht. Und oh, die Stickies muss ich auch mal mitnehmen. Ja, habe ich auch. Gut. So, dann graben wir uns mal hier raus. Ey, muss doch irgendwo was sein. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein hier. Letzte Fackel. Jetzt hört man das Wasser wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist doch Erde. Hier muss doch dann irgendwo auch was kommen. Kann doch nicht einfach nur so ein Erdflöz sein. Mitten hier unter Tage. Ich grab mich nicht nach oben. Keine Angst. Keine Bange. Das gibt's nicht. Ich höre das Wasser. Ich höre alles Mögliche. Und hier ist einfach nichts. Das macht mich wahnsinnig. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Okay, das war's wohl dann nicht. Zurück. So, okay, Freunde. Weiter geht's. Im Text. Haben wir unseren Bogen weggeschmissen? Wir haben unseren Bogen weggeschmissen. Hoffentlich ist das das Erste, was wir jetzt aufnehmen. Ja. Danke, Minecraft. Manchmal kann es auch nett sein. Wir gehen, glaube ich, mal zurück. Ah, nee, ich glaube, wir müssen da zurück. Da ist aber... Es sind einige Geräusche zu hören. Aber wie schon gesagt. Nee, hier war die Ecke. Hier sind wir dann rum und da waren wir nach oben. Okay. Hier geht's zurück. Aber langsam. Kann ja auch einen Schluck trinken. Alles gut. Wir freuen uns. Und ich höre gerade Monster. Ganz toll. Okay, hier war nichts. Aber mit den Geräuschen, ich weiß gar nicht, wie sehr man sich da drauf verlassen kann bei Minecraft. Hier ist auf jeden Fall noch überall dunkel. Hier geht's noch weiter. Alles klar. Höhengeräusch, wir haben noch 36 Fackeln. Damit können wir schon noch ein bisschen was ausleuchten. Wir haben eine Uhr.
die mir sagt, es ist mitten in der Nacht. Wie schon gesagt, das wird die kürzeste Folge wahrscheinlich, obwohl es gibt ja auch 10-Minuten-Folgen. Und ich höre Lava. Und Lava ist ja eigentlich ein gutes Zeichen und da hinten geht es auch noch weiter. Okay, dann gehen wir noch da lang. Suchen wir uns doch einfach unseren Weg hier durch diese wunderschöne, garstige Höhlenlandschaft. Arg. Gut, könnte eventuell hier hinter was sein. Ich wage es ja fast schon nicht mehr zu hoffen. Doch, da ist was. Aber wahrscheinlich wieder eine alte Höhle, wo wir schon waren, oder? Ja. Ja. Genau die, wo wir uns hochgebaut haben. Das ist doch unglaublich. Du willst mich doch verarschen, Minecraft, oder was? Der will mich wirklich? Also der Herr Minecraft will mich hier wirklich ans hinters Licht führen, habe ich so den Eindruck. Gut, was bleiben uns für Optionen? Wir könnten sehen, dass wir hier ein bisschen Lava-Geschichte machen. So, ich gieße hier einfach mal ein bisschen Wasser hin. Dann leuchten wir wieder aus. So, die alte Lava-Geschichte kennt er wahrscheinlich. So, und dann nehmen wir hier die Kohle mit. Vielleicht ist uns ja das Glück heute und wir finden hinter der Kohle irgendwo noch Diamanten. Natürlich wäre immer jederzeit die Möglichkeit immer noch gegeben, hier Strip Mining zu machen. Oh. Seht ihr leider schon beim Gedanken. Kriege ich einen üblen Hustenanfall. Das war wahrscheinlich Mojang, der mich strafen wollte dafür, dass ich alleine den Gedanken erwogen habe. So, gut, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal hinter der Kohle hier, ob da irgendwas auf uns lauert. Außer Zombies natürlich, ne? Die mögen wir nicht so. Ich leuchte noch mal ganz kurz aus, weil hier war es ja... Oh, nee, so geht es nicht. So. Von hinten kommen erstmal die Monster, lassen uns erstmal ziemlich in Ruhe. Finde ich eigentlich ganz nett. Gönnen uns mal eine kleine Ruhepause. Ja, Kohle. Können wir auch über uns abbauen. Wenn wir vorsichtig sind, kann man das auch ruhig machen. Das Eisen. Und Minecraft-Musik. Ja, Mojang ist uns gewogen, anscheinend. Hinter ist aber sonst nichts, ne? Sollte man ja immer noch mal hintergucken, hinter so Kohleflözen. Aber in diesem Fall mal wieder das, was wir schon die letzten zwei Folgen hatten, nichts. Gut. Da sieht es mir aber so aus, als wenn die Lava da weitergeht. Das heißt, wir könnten mal den machen. Dann ausleuchten. Es sah nur so aus, ne? Ich kann mich auch täuschen. Okay, hier kommt Erde. Und ein kleines Lavaloch. Auch das werden wir stopfen. Erde ist aber ein gutes Zeichen. Nach hier geht es anscheinend nicht weiter. Aber vielleicht nach hier. Ist hier noch so eine Art Höhle ist. Da ist Redstone. Das Redstone ist gut. Redstone ist gut. Den nehmen wir mal weg. Es muss doch hier irgendwie weitergehen. Ich habe doch nur begrenzt Nahrung. Und ich bin mir sicher, dass wir die aufbrauchen könnten. Nee, hier geht's nicht weiter. Nein. Ich dachte, da könnte es eventuell weitergehen, aber geht es nicht. Geht es nicht. Nach hier auch nicht, ne? Alter Shadow-Trick. Nee. Nein. Okay, wir sind auf dem Holzeweg. Gehen wir hier lang. Gehen wir hier lang, einfach. Hier sind wir ja gekommen, da haben wir uns hochgebaut, da war das Ding. Das heißt, wir müssen... Oh, weißer Creeper, okay. Der weiße Creeper. Oh, die weißen Creeper sind müde. Und jetzt tot. Mhm. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, noch ein Lavasee. Der könnte aber vielleicht da hinten weitergehen. Müssen wir gucken. Erstmal abkühlen. Erstmal ein kleines Kühles. Da ist Redstone. Das ist auch gut. Das könnte auch noch bedeuten, dass hier hinter irgendwas ist. Da gucken wir natürlich nach. Düdüdüd. War wie so ein Klingelton von der Telekom oder so, ne? Da, seht ihr das? Seht ihr diese kleine Ecke da hinten? Die sagt mir, ich gehe hier noch weiter. Ich höhle. Okay, dann fangen wir direkt von vorne an. Hier momentan ganz schön Spitzhacken drauf, weil wir hier sehr viel am Rumbuddeln sind.
Weil wir sind auf der richtigen Tiefe. Und wir versuchen hier noch eine kleine Höhle aufzutun. Auf dieser Höhe. Aber ist gar nicht so einfach. Okay, kommt auch wieder Lava. Aber dahinter kommt wieder nichts, ne? Dahinter kommt wieder das altbekannte Nichts. Gut. Gehen wir nochmal in diese Richtung, ein ganz kleines Stück. Vielleicht erwartet uns hier noch irgendwas. Gold auf jeden Fall schon mal. Gold ist immer gut. Du, du, du. Okay, ausleuchten. Nicht vergessen, meine lieben tapferen Freunde. Ja, das ist jetzt ja die 24. Folge und die ist gleich rum. Wir haben es versucht hier unten. Das hat nicht geklappt. Wir sind nicht weitergekommen, nicht einen Schritt. Haben jetzt ein bisschen Gold hier noch gefunden, was uns aber im Endeffekt nichts bringt. Außer einen goldenen Arsch. Ich sage, meine lieben tapferen Freunde, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedersehen, gesehen beim nächsten Mal Minecraft Hardcore, die Insel.